Beim Blick aufs Datum heute habe ich an manche Wettspiele im Kinderprogramm gedacht. 11.10. hat ja was von einem Countdown. Und einen Countdown haben wir oft gezählt, bevor sich die Teams in einen Wettkampf gestürzt haben, zum Beispiel beim Kreiselspiel. Dabei läuft ein Spieler zu einem Punkt, an dem ein Stock liegt. Auf den stützt sich der Spieler, während er 10-mal um den Stock herumrennt. Er muss dabei immer auf den Boden schauen. Dann läuft der Spieler zurück zu seiner Mannschaft. Ich habe noch niemanden gesehen, der bei diesem Spiel nicht zurück zu seinem Team eiert oder gar krabbelt. Das Spiel sorgt immer für großes Gelächter, weil jedem schwindelig wird, der sich so lange im Kreis dreht, ohne mal nach oben zu schauen. Das gilt übrigens nicht nur im Kinderspiel. Auch im Erwachsenenalltag ist es gut, gelegentlich stehen zu bleiben und den Blick zu heben. Vor allem, wenn ihnen vor lauter Aufgaben schon schwindlig ist. Vielleicht verbunden mit einem Gebet. Gott, ich blick's grad nicht mehr. Hilf mir. Ich schaue jetzt auf zu dir. Bitte gib mir eine neue Perspektive.